Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen aus dem Münsterland. Freut mich, dass ihr mich hier heute begleitet auf meiner kleinen Wanderung. Ja, ich bin wieder zu Fuß unterwegs. Letzte Vorbereitung für die nächste Woche. Am nächsten Samstag, am 25. September, ist der Mammutmarsch Heidelberg. Premiere für Heidelberg. Erstmal, dass der Mammutmarsch stattfindet. 42 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Das ist schon für mich eine Hausnummer, und darum heute nochmal aus Panik heraus als letzte Vorbereitung. Kleiner Spaziergang hier vor der eigenen Haustür. Ja, ihr habt es im Videotitel schon gelesen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das Video nennen werde. Aber es geht halt darum, wie geht es hier weiter? Was habe ich bisher gemacht? Und was könnt ihr hier erwarten? Was erwarte ich von mir selber? Eins vorweg, das Ende vorweg. Ich höre nicht auf, Videos zu machen. Keine Angst, ich werde auch weiter Radvideos machen. Aber halt auch andere Sachen. Und damit habe ich mich gedanklich in letzter Zeit sehr beschäftigt, und daran will ich euch heute mal teilhaben lassen. Also auf geht's hier über den wohl überflüssigsten Bahnübergang, den es gibt. Nur für den einen Landwirt hier, der das Feld hier bestellt. Aber schön beschrankt mit Ampel, wie gesagt, gehört für die Baumbergebahn hier. Fährt ja auch zweimal die Stunde in Zug, über Tag, nachts nicht. Da muss man auch eine Schranke hinbauen, ne? Ja, hier geht's lang. Es ist schon wieder wunderschön, hier heute Morgen zu wandern. Auch wenn es jetzt ziemlich bewölkt ist, aber ich finde das total klasse hinten, wenn der Himmel da so orange den Tag beginnt. Ja, warum mache ich jetzt dieses Wie geht's hier weiter Video? Hätte ich auch einfach sagen können, komm, machst du mal ein Radvideo, mal ein Wandervideo, mal ein technisches Video zwischendurch. War bisher ja auch gut und wird auch so weitergehen irgendwie. Aber mir war es trotzdem wichtig, gerade den Leuten, ich hätte jetzt was gesagt, die mir ein bisschen näher gekommen sind, aber ist ja so, ich habe ja einige von euch in diesem Jahr ja auch persönlich kennenlernen dürfen mit den Zuschauertouren. Und darum ist es mir schon wichtig, weil ich weiß, es gibt noch viele von euch, die es interessiert, wie es drumherum mit mir ist. Und jetzt nicht nur rein die Touren, die ich mache. Da habe ich mich entschlossen, komm, lässt die Leute an deinen Gedanken hier teilhaben und machst ein Video darüber. Ich habe mir jetzt erstmal die dicke Winterjacke, das Wintervlies ausgezogen. Das hält wirklich schön warm, aber wenn man zur Bewegung ist, doch richtig warm. Und das ist dann doch schon zu warm geworden hier heute Morgen. Und ich will auch nicht länger auf die Folter spannen mit dem eigentlichen Thema. Aber ich habe jetzt gerade erstmal hier die Entscheidung, wo ich langlaufen soll. Ich habe mir das vorher natürlich überhaupt keinen Kopf gemacht. Ich bin einfach losgelaufen. Dachte mir, in die Baumberge ein paar Höhenmeter machen. Wo laufe ich jetzt hier hin? Laufe ich jetzt hier Longinusturm? 5 Kilometer, 4 Kilometer Rundweg, A5, A6, ach komm, ich laufe hier einen Rundweg, lauf mal hier runter. Sollen ein paar Kilometer werden, irgendwie 20 plus, irgendwas soll da schon bei rauskommen heute, damit es auch wirklich eine Vorbereitung ist für die nächste Woche. Aber wie gesagt, ich will da nicht länger auf die Folter spannen. Für alle, die dies interessiert, jetzt sozusagen ein kleiner Jahresrückblick. Ich fange mal mit der Jahreswende 2020, 2021 an, und für alle, die es nicht interessiert, die haben wahrscheinlich eh schon abgeschaltet und ihren Daumen nach unten dagelassen. Und also wie gesagt, für alle, die es interessiert, jetzt der kleine Jahresrückblick. Ja, 2021, 2020, die Jahreswende oder umgekehrt, war ja für uns alle ein bisschen bescheiden. Corona, Kontaktverbote, man durfte dann nicht groß feiern. Uns zu Hause war auch gar nicht nach Feiern zumute. Ich bin der Krankenpfleger, meine Frau ist Krankenschwester, und ihr könnt euch ja denken, was wir da so alltäglich zu tun hatten, dass einem da nicht nach Feierlaune zumute war. Haben wir übrigens aktuell wieder das Problem, aber ein anderes Thema. Ich möchte hier bewusst auch nicht politisch irgendwie werden auf diesem Kanal. Ja, jedenfalls die Jahreswende fing bescheiden an. Ich hatte ja dann noch Ende Dezember Jahresabschlussvideo gemacht. Die Fahrt zu Münsters Badewanne, zur Kanalbaustelle. Ich glaube, das mache ich in diesem Jahr wieder. Da war ich dann ja ein Jahr nicht. Mal gucken, wie weit sie da gekommen sind. Jedenfalls, da hatte ich mal wieder ein Radvideo gemacht. Und beruflich war für mich halt das Problem, ich war zu der Zeit Stationsleitung. Ich bin der Krankenpfleger, wie gesagt, auf einer allgemeinchirurgischen operativen Station. Und die wurde Anfang Dezember halt zur Corona-Isolierstation. Und das war eine ganz besondere Herausforderung. Ich bin ja
auch nicht mehr der Jüngste zum Thema Corona. Da war ich 49 und bin ja auch ein bisschen pummelig, auch ein bisschen Risikopatient, wenn man so will. Und da gab es noch keine Impfung. Wir sind ja erst später geimpft worden und das war für mich persönlich eine Herausforderung und für die Kolleginnen und Kollegen auf der Station natürlich auch. Wie gesagt, ich war zu der Zeit da Stationsleitung und das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ja, ab Ende Februar war ich dann komplett durchgeimpft, meine Frau auch. Ich bin mit BioNTech geimpft worden, für den es interessiert. Kinder zu Hause natürlich noch nicht geimpft. Für so junge Menschen gab es das Zeug ja noch nicht. Hätten wir damals aber auch sonst sofort machen lassen, weil wir hatten schon ein bisschen Schiss. Meine Frau ist auf Corona-Intensivstation in der Uniklinik, dass man das Zeug nach Hause schleppt. Ne? Da hat man nur wirklich keinen Bock drauf. Ja, da gab es auch keine Videos zu der Zeit. Und ich muss sagen, ich hatte auch nach der zweiten Impfung ein bisschen Probleme mit Fieberschüben. Verdacht auf Herzmuskelentzündung hat sich zum Glück nicht bestätigt, war alles in Ordnung. Ich war jeweils auch mehrere Wochen krankgeschrieben und da macht man sich natürlich einen Kopf. Ne? Das ist, hat man dann nicht mehr so die Muße, noch Videos zu machen und ein bisschen aus der heilen Welt, aus dem Wald hier zu berichten. Mittlerweile sieht die Lage da schon wieder ein bisschen anders aus. An der Corona-Front zwar nicht, aber an der persönlichen. Wir sind alle durchgeimpft. Geschützt und von daher hat man jetzt ein bisschen persönlich eine andere Perspektive auf die Geschichte. Guck mal, was idyllisch hier so im Wald, wo der Himmel sich ein bisschen zuzieht. Ich habe natürlich auch gar keine Regensachen mitgenommen, ne? Pfiffig wie ich bin. Ja, das ist eine super Vorbereitung hier für die nächste Woche. März hatte ich Geburtstag, 17. März ganz genau, bin ich 50 geworden und natürlich schöne große Feier gab es nicht. Waren wieder Kontaktbeschränkungen, die Nachbarn waren so lieb und haben vor der Haustür ein bisschen geschmückt, ein bisschen gesungen. Wir haben mit Abstand draußen ein Bierchen getrunken, hätte man glaube ich gar nicht gedurft, ne? Bei den Kontaktbeschränkungen. Jedenfalls durften die gar nicht auf mein Grundstück eigentlich. Ja, so kann man sich jetzt momentan gar nicht vorstellen, ne? Aber so war das im Frühjahr und mein 50. ist damit ins Wasser gefallen. Jedenfalls gab es keine große Party, auf die ich mich eigentlich auch sehr gefreut hatte, mal wieder endlich was zu feiern. Ja, davor, der 49. war auch schon ausgefallen. Das war die erste Woche damals mit Kontaktbeschränkungen. Also das Thema hängt mir irgendwie an, aber das will ich jetzt hier nicht zum Hauptthema vom Video machen. War jedenfalls bescheiden. Ich will es wohl auch in den Mund nehmen. Es war wirklich scheiße. Das ist psychisch natürlich dann wieder so ein Hurra gewesen. Ja, jedenfalls April dann die Entscheidung getroffen, komm, was soll das Ganze? Belohnst du dich mal ein bisschen für dein ganzes Fahrradfahren und machen und tun und hier hast nicht gesehen, kaufst du dir ein Pedelec. Hatte ich schon länger vorgehabt, weil Andrea hat ja auch eins und die ist mir dann, wenn es ein bisschen hügelig wurde, ich bin halt immer ein bisschen pummeliger, dann auch weggefahren. Das hat jetzt nicht an meinem Ego gekratzt, aber ich wollte halt zusammen mit ihr radeln und drum. Dann, das war mit ein entscheidender Grund, mir das Ding zu kaufen. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, dann kannst du ja eigentlich auch längere Touren machen. Und ohne jetzt großartig außer Puste zu kommen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Habe ich dann ja auch gemacht. Das war, glaube ich, im Mai direkt dann schon, dass ich einmal ja die Übernachtungstour Friedensroute gemacht habe, spontan. Und dann auch in Ostfriesland die deutsche Feenroute, 170 Kilometer auf dem Rad. Und das war schon richtig lange. Da haben ja viele auch dann wieder geschrieben, ja komm, hier, E-Bike ist ja nix. Ich glaube, ihr seid alle noch nie so ein Pedelec gefahren, weil die Beine müssen sich trotzdem bewegen. Und der Hintern saß da auch 9 Stunden im Sattel. Ne? Der ist irgendwie nicht elektrisch gefedert, weiß nicht wie oder was. Und ich bin da jedenfalls stolz drauf. Und die meisten Kommentare waren ja auch positiv. Und ich werde sowas bestimmt mit dem Ding nochmal machen. Ich habe jedenfalls einen Mord Spaß an meinem Pedelec. Ja, und da wird es weiter auch Touren mitgeben. Momentan bin ich allerdings ja, wie ihr seht, am Wandern. Videos mit E-Bikes, Pedelecs werden ja gern gesehen, habe ich dann festgestellt. Und so hatte ich dann auch Anfang des Jahres zum Sommer hin 3000 Abonnenten. Hat mich dann sehr gefreut. Das war, glaube ich, schon Ende Mai, Anfang Juni so. Und in dem Zuge haben natürlich dann auch, wie das dann so ist, kommen dann Firmen auf einen zu, die dann ihre Sachen bewerben wollen und denken sich dann, hier hast du das Zeug, mach mal ein schönes Video, kannst du behalten. In dem Zuge haben wir dann ja auch das S-Cute
Voyager Mountainbike bekommen, was die Maya bekommen hat, was ja manche von euch gerne als China-Schrott bezeichnen. Maya ist damit total happy. Die wird in diesem Jahr auch noch die 1000-Kilometer-Marke mit dem Ding knacken. Und wir sind damit auch ganz happy. Ich wäre sonst nämlich nie in der Lage gewesen, ihr so ein Ding zu kaufen. Da habe ich einfach die Kohle nicht für. Ne? Ich bin angestellt, meine Frau auch. Wir können unseren Kindern hier nicht mal eben für zigtausend Euro irgendwelche Fahrräder kaufen, auch wenn manche Leute das meinen. In den Kommentaren kommt das manchmal so raus. Manche von euch scheinen da weniger Probleme zu haben, sowas anzuschaffen. Wir dann schon eher, da muss man Prioritäten setzen. Und das wäre jetzt nicht fürs Kind ein Pedelec gewesen, aber ist auf jeden Fall eine super Sache. Guck mal, das sieht doch ganz einladend aus hier. Baumberger Nachbarschaft. Da habe ich dann jetzt hier 6 Kilometer, 1,5 Stunden. Gar nicht mal so flott unterwegs. Das muss nächste Woche anders werden, aber ich quatsche ja auch die ganze Zeit mit euch. Da mache ich mal ein kleines Päuschen. Also ich wollte jetzt gerade hier nicht jammern, dass es uns hier schlecht geht und ich meinen Kindern nichts zu Anziehen kaufen kann. Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber die Priorität wäre es halt nicht gewesen. Andererseits, wenn man jetzt guckt, wie viel Spaß sie daran hat, das weiß man ja halt vorher nicht, ne? Wie sich sowas entwickelt. Und von daher war das jedenfalls eine tolle Sache. So, ich habe mir heute Morgen schon mal lecker hier Butterbrot geschmiert. Und gucken, dass mein schöner Rucksack hier nicht schmutzig wird. Ich habe mir hier zur Motivation das Mammut drauf gebügelt und auch meine Finisher-Bänder von den letzten Mammutmärschen hier Dortmund. Und dann vor 4 Wochen sind es jetzt, glaube ich, schon bald, ne? Das ist schon 4 Wochen. Oh, war ja Little Mammut Ruhrgebiet. Oh, ich nuschel total am Morgen. Und jedenfalls, ja, das motiviert mich, wenn ich weiß, dass das Mammut da hinten drauf ist. So, guten Appetit, Zwo. Vor uns sehen wir jetzt hier den WDR-Sender. Das heißt, gleich kommt auch der höchste Punkt hier im Münsterland, an den Baumbergen, der Longinusturm. Knapp 190 Meter über normal Null, die Spitze des Turms. Nächste gute Idee hatte ich dann während meiner kleinen Feierabendtour. Da war ich nach Feierabend rübergefahren in die Niederlande, eine Runde um Enschede. Da hatte ich ja euch aufgerufen, euch zu melden. Bei mir war einfach langweilig, ich wollte gerne quatschen. Ich quatsche so wie jetzt auch mit der Kamera. Ihr seid ja so sozusagen hier meine Therapeuten. Ne? Also man erzählt was und bekommt keine kritische Antwort, keine Rückmeldung. Beziehungsweise dann die Kommentare irgendwann. Jedenfalls, ich erzähle gerne, ihr müsst mir zuhören, ihr könnt direkt nicht widersprechen. Und da bei der Tour habe ich gemerkt, ein bisschen mit einem zum Quatschen dabei zu haben, auch nicht verkehrt. Warum machst du eigentlich immer Touren alleine? Und Familie, Frau nach Feierabend, die haben auch nicht mal so Lust mitzukommen, sowas zu machen. Da habe ich euch ja aufgerufen, meldet euch bei mir, dass wir zusammen eine Tour unternehmen können. Bei euch in eurer Gegend, zeigt mir eure Gegend oder kommt zu mir. Und das haben ja einige dann auch wirklich gemacht. Und das hat mich total gefreut. Das war eine der besten Ideen, die ich überhaupt hier hatte. Da noch ein Dach drüber, da würde ich denken, ich bin im Sauerland. Da gibt es ja auch einige von diesen Schaukeln. Der erste, der sich dann für so eine Zuschauertour bei mir gemeldet hat, das war der Jako aus Rehweig. Ich kann es noch nicht aussprechen. Entschuldige bitte, Jako, ich weiß, du guckst dir das Video hier an. Ich lerne das nie. Jedenfalls, der war der Erste, der sich gemeldet hat. Dann, also in der Nähe von Gouda, bin ich nach Südholland gefahren und war schon ganz gespannt. Er hat das ja angekündigt gehabt, er hatte mich angeschrieben per E-Mail,
Willst du mal eine Tour durchs richtige Holland machen und nicht jetzt hier in Ostniederlanden, also bei uns hier Münsterland-Grenze, Niederlande. Das wäre ja alles noch so münsterländisch sozusagen, also wie bei uns hier zu Hause auch, sondern die ganz andere Gegend, wie man das so idyllisch sich vorstellt mit den Windmühlen und so weiter. Hat mir Bilder geschickt, hat mir Routen, Vorschläge geschickt und so weiter. Richtig schön ausgearbeitet. Ich habe meiner Frau da auch schon gesagt, das ist fast schon eine Bewerbung hier, was der schreibt. Da war ich schon total gespannt, da hinzufahren. Und ich wurde ja auf keinen Fall enttäuscht. Er hat das ja richtig ausgearbeitet gehabt mit seinem iPad, die geschichtlichen Hintergründe und so weiter. Da war ich total happy, dass ich diese Idee hatte, euch da aufzurufen. Und schon mal so ein kleiner Spoiler vorweg. Ich war letztes Wochenende wieder bei Jakob. Meine Tochter Maya war auch mit. Wir haben eine Tour gemacht bei Rotterdam, so viel kann ich schon verraten. Muss ich noch zu Ende schneiden, das Video. Und ich denke mal, es gibt es dann in der nächsten Woche irgendwann. War wieder eine wunderbare Tour, also wirklich eine schöne Gegend. Und er hatte ja auch gesagt, wenn von euch Leute Lust haben, eine Tour zu machen, er macht das gerne mit euch. Er freut sich, wenn er Deutsch reden kann, wenn er Leuten die Gegend zeigen kann, wenn sich Leute wirklich dafür interessieren. Meldet euch ruhig bei ihm unter diesen Niederlande-Videos. Habe ich ja auch seine E-Mail-Adresse drunter gesetzt. Also keine Scheu, meldet euch ruhig, wenn ihr mal Bock habt, da eine Runde zu radeln. Jakob war jedenfalls der erste Zuschauer sozusagen, mit dem ich dann eine Tour gemacht habe. Wenn ich an die Ecke hier komme, erinnere mich gerade an das Münsterland im Schneevideo. Da bin ich mit dem Rad von da nach da gekommen, mit meinem normalen Trekkingrad mit Felgenbremsen. Und das ist das Bekloppteste, was ihr machen könnt, wenn es schneit, wenn nasser Schnee ist, mit Felgenbremsen unterwegs zu sein. Das frisst sich alles in die Bremse, man kommt überhaupt nicht weiter. Aber ich habe, glaube ich, gut 40 Kilometer den Tag, den Sonntag, ohne hinzufallen, mit normalen Fahrradreifen. Also manchmal bin ich ein bisschen bekloppt, ne? Vielleicht auch nicht nur manchmal. So, weiter geht's, damit das Video jetzt hier nicht allzu lang wird. Mal wieder ein bisschen konzentrieren hier auf die eigentliche Sache. Ja, ich habe dann ja auch Touren gemacht mit dem Harry vom Kanal Harry Radelt. Ich grüße dich hiermit ganz herzlich, lieber Harry. Und der hat mir dann Duisburg gezeigt. War auch eine super Sache. Dann ein paar Monate später noch mit Harry und dem Klaus zusammen. War wieder eine super Tour. Und da habe ich allerdings festgestellt, immer bei diesen Touren, dass ich die Videos eigentlich nicht so mache, wie ich sonst ein Video machen würde. Das heißt, sonst, wenn ich alleine unterwegs bin, dann halte ich ja mal an, stelle die Kamera irgendwo auf, fahr durchs Bild, guck mir ein bisschen was genauer an und so weiter. Und das heißt nicht, dass ich damit unzufrieden bin. Die Touren waren wunderschön, auch jetzt mit Olli am Niederrhein. Eine super Sache, Olli, sei gegrüßt hiermit. War wirklich wunderschön bei dir, die Tour. Ich komme auch gerne wieder, auch mal nur so ohne Fahrradfahren. Gar kein Thema. Oder jetzt zuletzt auch hier bei uns im Münsterland habe ich das besonders gemerkt, als ich mit Ilse und Uwe, viele Grüße gehen damit raus, nach Selfkant. Und da habe ich auch festgestellt, du machst das eigentlich nicht so, wie du das machen würdest, wenn du alleine unterwegs bist. Ich kann mich einfach nicht darauf konzentrieren, einen Film zu machen und zeitgleich auf euch konzentrieren und wenn ich gerade noch bei uns dann hier Reiseführer bin, den Reiseführer machen. Also das ist einfach dann too much. So Multitasking bin ich halt nicht, dass ich für mich halt den Entschluss gefasst habe, ich mache weiter Zuschauertouren, werde die aber nicht filmen. Also wer Bock hat, mir eine Tour zu machen, gerne, der zeigt mir eure Gegend, ich komme gerne vorbei. Allerdings muss ich das ein bisschen einschränken. Ruhrgebiet war ich jetzt so oft. Unser schönes Land ist so groß, ich will auch mal was anderes sehen. Muss nicht immer Ruhrgebiet sein, obwohl es da wunderschön ist. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie hier schlecht machen, aber ich will auch mal was anderes sehen. Ne? Bisschen Norddeutschland oder gerade auch Ostdeutschland reizt mich total. Und darum werde ich in Zukunft Zuschauertouren gerne machen mit euch, wenn ihr Bock habt, mit mir zu radeln. Aber ich werde das nicht mehr verfilmen. Der Stummel, der in der Mitte vom Bild, da machen wir eben Pfeil drauf. Der höchste Punkt im Münsterland hier, wie gesagt, der Longinusturm. Sieht von hier gar nicht so hoch aus. Ne? Ist er ja auch nicht. Und ich glaube, ich hätte die Regenjacke einpacken sollen. Weiter geht's im kleinen Jahresrückblick von mir hier. Nach Juli kommt der August-Sommer. Wir hatten Sommerferien, wir sind in Urlaub gefahren, fahren ja gerne ins Sauerland. Stimmt, da habe ich noch die Tour mit dem Didi gemacht. Genau, wer plant denn sowas? Komoot, hat man doch immer wieder Spaß mit. War auch nicht ganz ernst gemeint. Ich habe die Tour ja geplant, da kann Komoot an sich ja nichts für. Beziehungsweise ich habe die
Tour als fertige Tour so vorgefunden. Irgendwie hat sich da vielleicht mal was bei gedacht, um andere Leute zu ärgern. Ich weiß es nicht. Egal, weggeschoben. August. Seit August habe ich einen neuen Job. Ich bin noch beim gleichen Arbeitgeber, aber habe jetzt eine, wie das so schön heißt, patientenferne Tätigkeit. Bin nicht mehr Stationsleitung. Mache jetzt was anderes, Bürojob. Und macht eine Menge Spaß. Aber halt auch wieder eine ganz andere Herausforderung. Und was ich halt merke, ich laufe viel weniger. Ne? Als ich dann an der Front unterwegs war sozusagen, waren das doch immer gut 10 Kilometer jeden Tag. Und jetzt sitze ich halt viel und muss dann immer gucken zwischendurch, dass ich mich viel bewege oder gerade auch nach Feierabend dann bewege. Ne? Und ich merke halt schon, ich bin ein bisschen pummeliger geworden und da muss dran gearbeitet werden. Ne? Sonst kriege ich Probleme mit meinen Wanderungen über die Hügel, gerade Heidelberg nächste Woche. Jetzt kommt der September, da muss ich nochmal zurück in Sommerurlaub. Wir fahren ja wie gesagt immer ins Sauerland. Und im Sauerland kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren den lieben Walter aus Aachen. Ich weiß nicht, ob du den Film hier guckst, sonst sei gegrüßt, lieber Walter. Und Walter ist ja sozusagen mein Wanderbuddy geworden. Walter ist irgendwo so ein Vorbild, so ein, ja, was ist ein Vorbild, kann man das schon sagen so? Ja doch, Walter, du bist ein Vorbild für mich. Vor 5 Jahren war das noch so, dass Walter im Sauerland, glaube ich, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber guten Kilometer, da kam schon die Luftnot. Einmal Körpergewicht und massiver Nikotinkonsum. Und von einem Jahr aufs andere, Walter hat sich dann am Riemen gerissen, war richtig durchgezogen, Ernährung umgestellt, hat massiv abgebaut und ist richtig sportlich geworden. Ihr habt ihn ja schon gesehen in meinen Videos. Und mittlerweile läuft er mir weg, gerade wenn es bergauf geht. Und das motiviert mich total. Walter wird im nächsten Jahr 70, ich glaube, so viel darf man verraten. Und das ist schon eine tolle Leistung, finde ich. Auch aus der totalen Unsportlichkeit heraus, behaupte ich jetzt mal. So wie ich selbst vor einigen Jahren ja auch. Hätte mir auch nie vorstellen können, mich als Ziel hier so 100 Kilometer Marsch oder sowas mal irgendwann zu setzen. Nee, jedenfalls, das motiviert mich total. Walter ist mein Wanderbuddy. Und wir haben uns dann im letzten Jahr schon für den Little Mammut in Dortmund angemeldet. 30 Kilometer, total stolz drauf gewesen. Das war das Weiteste, was wir zusammen dann auch je gewandert sind. Im Sauerland haben wir jetzt ähnliche Touren unternommen, auch von den Entfernungen. Man baut da ein bisschen auf die Strecke und dann haben wir uns jetzt auch für Heidelberg zusammen angemeldet. Und da freue ich mich halt total drauf, nächste Woche mit dem Walter in Heidelberg den Mammutmarsch zu wandern. Dann haben wir zusammen vor 3-4 Wochen auch den Mammutmarsch Ruhr gewandert, den Little Mammut Ruhr heißt das ja so schön. Das waren 30 Kilometer. Und ich weiß ja vorher, wenn ich solche Videos mache, viele oder die meisten oder manche, ich weiß gar nicht jetzt in den Mengenausmaßen, aber man sieht das dann ja schon in den Auswertungen, die ich mir ansehen kann bei YouTube, erwarten Radvideos, nicht Wattradios. Und strafen einer sozusagen ab, indem sie das Abo kündigen. Das heißt, wenn ich ein Wandervideo mache, habe ich am Ende des Tages nach der Veröffentlichung immer weniger Abonnenten als vorher. Jetzt könnte man ja sagen, ja, dann lass das doch. Also wenn du schon wandern musst, dann mach doch kein Video davon. Und da kommen jetzt halt meine Gedanken dazu. Was war zuerst das Huhn oder das Ei? Mache ich die Videos, um euch das zu zeigen, was ihr sehen wollt? Oder zeige ich euch das, was mir Spaß macht in der Natur und was ich gerne mit euch teilen möchte. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, beziehungsweise muss man gar nicht lange drüber nachdenken. Eigentlich ist ja für mich klar, ich zeige euch das, was ich gerne mache. Und wem es gefällt, der findet es gut, der kommentiert es positiv. Das freut mich dann total. Auch gerade bei den Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe. Wir haben uns ja auch schon über dieses Thema unterhalten. Das finde ich dann total klasse und andere finden es halt nicht gut. Das ist halt nun mal so. Ne? YouTube bietet eine große Auswahl. Man kann da zwischen ganz vielen verschiedenen Angeboten wählen, aber ich bin halt so, wie ich bin. Ich bekomme dann auch Kommentare wie, der und der macht das doch so und hier und da, die Musik leiser, lauter. Und es ist auch interessant, wie das in einem wirkt. Es kommen ja sehr, sehr viele positive Kommentare, die meisten. Das freut mich auch, aber beschäftigen tun einen noch oft die negativen. Und manche von euch haben ja auch die Erfahrung gemacht, falls ihr es noch eingeschaltet habt, dass ihr gar nicht mehr kommentieren könnt. Da bin ich auch rigoros, um mir da selbst das Leben leichter zu machen. Wenn da wirklich ganz blöde Sachen kommen, dann ziehe ich da auch einen Riegel vor, dann sperre ich euch. Kann man bei YouTube relativ simpel. Es gibt ja auch YouTuber mittlerweile, die Outdoor-Videos machen, die Kommentarfunktion ganz abgestellt haben. Aber so weit will ich nicht gehen. Da macht es mir auch keinen Spaß mehr. Also ich will natürlich auch mit euch interagieren. Das finde ich ja auch gerade klasse, dass ihr dann das kommentieren könnt und nicht nur
hinnehmen müssen, was ich hier an Senf so von mir gebe. Jedenfalls damit habe ich mich beschäftigt und für mich ist ganz klar, ich zeige euch das, was ich gerne draußen unternehme. Wem es gefällt, dem gefällt es. Wer dann meint, das Abo beenden zu müssen, der beendet es. Und ja, mich freut es natürlich trotzdem, wenn ihr dabei bleibt. Das heißt nicht, dass mir das egal ist. Und ich freue mich auch jetzt über mittlerweile gut 4000 Abonnenten. Also nochmal Dankeschön dafür. Ich bin mit irgendwie um die 2000 ins Jahr gestartet. Das heißt, viele Leute haben Interesse daran. Und vielleicht auch nicht nur an den Radvideos, sondern allgemein, was ich hier so von mir gebe und unternehme. Kommentiert mit euch mir das doch mal. Ich bin ein bisschen durcheinander hier mit mir und euch heute Morgen. Ich merke das schon, aber ich nehme das jetzt nicht nochmal auf. Ich schneide das auch nicht. Ihr kriegt das jetzt so zu sehen, wie es aus mir raussprudelt hier. Jedenfalls kommentiert das ruhig mal, was ihr davon haltet. Und ich weiß sowieso, nächste Woche Mammutmarsch Heidelberg ist für mich wieder eine klare Sache. Ich mache da ein Video von. Das ist das erste Mal, dass überhaupt ein Mammutmarsch in Heidelberg stattfindet. Und auch für mich und für Walter auch zur Erinnerung. Wir haben auch dann schön ein paar Bilder zur Erinnerung für uns selber und vielleicht ein paar andere Leute, da haben wir auch schon Kommentare bekommen, ja, die sich dann selbst dann gesehen haben in den Filmen, finden das auch gut als Erinnerung und darum werde ich es auf jeden Fall machen, auch wenn ich am Ende des Tages dann wieder weniger Abonnenten mache, muss ich halt wieder zwei Radtouren machen, dann passt halt wieder. So, jetzt hat mich verlaufen. Gut, dass ich ein Navi dabei habe. Baumberg voraus. Ja, dass ich in den Baumberg bin, weiß ich selber auch. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Hurra! Pause Nummer 2, liebe Leute. Ich habe mich gerade mal so ein bisschen orientiert, wo ich jetzt eigentlich hier unterwegs bin. Ich bin schon gleich in der Nachbargemeinde hier in Nottuln. Das heißt, ich bin so ein bisschen vom Kurs abgekommen, aber ich habe mir ja gar keinen vorgenommen. Mit dem Rad ist das dann nicht so ein Drama, wenn man so eine kleine Schleife zu viel fährt, radelt man wieder zurück. Wenn man da aufhört zu treten, rollt es ja auch weiter. Zu Fuß ist das natürlich schon wieder ein bisschen anders, aber kann mir ja nicht schaden. Ein bisschen Training mehr, dann werden es wohl irgendwas zwischen 20, 25 Kilometer heute werden. Da bin ich selbst mal ganz gespannt. Ich habe kein Butterbrot mehr, alles aufgegessen. Es muss die Energie ausreichen. Bei Kilometer 12 geht es jetzt weiter hier. Und ich schau mal, dass ich Richtung nach Hause komme. Ja, ich bin jetzt ja schon wieder ein gutes Stück Richtung nach Hause unterwegs und ein bisschen überrascht jetzt hier, wenn man hier die Bank guckt. Ich habe ja damals hier meine allererste gefilmte Wanderung, glaube vor 2 Jahren war das. Der frühe Vogel fängt die Wurst, habe ich hier in so einer kleinen Shelter, kleiner Hütte, kleinem Abdach hier meine kleinen Nürnberger Bratwürstchen gegrillt. Boah, die Hütte ist weg, ne? Dafür ist jetzt diese Bank hier. Nun ja, auch ganz nett zum Hinsetzen, aber nicht mehr zum Unterstellen. So verändert sich die Gegend. Da muss ich öfter mal vorbeikommen, dann kriegt er doch mit. Ne? Und heute hier Tag der offenen Tür im Hühnerstall. Ja, das war ja mal hier das ehemalige Hotel Stevatar. Im Hintergrund seht ihr das. Wunderschön, aus Baumberger Sandstein gebaut. Ist aber mittlerweile kein Hotelrestaurant mehr. Sondern wird irgendwie gerade, weiß ich nicht, ich hoffe nicht abgerissen, wenn ich hier die ganzen Backsteine hier vorne sehe. Backsteine nicht, hier den ganzen Sandstein. Da muss ich mich nochmal informieren. Ich muss mich mal informieren, wem die Sandsteine hier gehören, die Stücke. Da kann ich gut was mit anfangen für einen Garten bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, ob euch sowas auch interessiert. Soll ich das auch verfilmen? Also ich grill ja auch gerne, keine Angst, ich mache jetzt keine Grillvideos. Aber ich baue mir so eine kleine Ecke draußen mit Feuerstelle zum Sitzen und sowas. Könnte man ja auch mal
ein Video von machen. Weiß ich nicht, interessiert das so was, wie ich sowas baue? Dann mache ich da gerne auch ein Video davon. Warum eigentlich nicht, ne? Lebensfreude in der Natur gehört ja auch dazu, im Garten zu sitzen und ein bisschen Feuerchen zu machen, ne? Wo darf man das sonst? Sonst darf ich draußen im Wald, darf ich ja kein Feuerchen machen. Dann im eigenen Garten. Also das fände ich wirklich schade, wenn das abgerissen werden würde. Aber glaube ich nicht. Aber als Wohnhaus ist auch schon, das ist schon eine Hausnummer, ne? Ich muss mal gucken. Ich mache mich mal schlau. Ich habe da Container gesehen vom Abrissunternehmer hier aus dem Ort. Da komme ich schon hinter, was da vor sich geht. Und schon wieder was Neues entdeckt hier im Wald. Noch eine nagelneue Bank, beziehungsweise die Unterkonstruktion sieht schon ein bisschen älter aus, aber der Aufbau in neu, der Baumberger Wanderfreunde. Da sage ich doch tippitoppi, ne? Wenn ihr also hier unterwegs seid in den Baumbergen, den Treck stelle ich aber kommod ein, kann man sich da schön hinsetzen. Fürs Radfahren ist das hier weniger geeignet. Das sind alles, glaube ich, hier Mountainbiker, die hier gerne so die Trails hier fahren, wenn das überhaupt richtige Trails sind, ne? Wenn das man nicht so. Ich weiß es nicht. Wenn ihr euch fragt, welche Musik ich hier unterwegs höre, weil ich ja die Kopfhörer hier in den Ohren habe oder In-Ears, wie es ja auf Neudeutsch heißt, ich höre keine Musik, ich höre Hörbücher. Aktuell höre ich Stephen King, Billy Summers. Schöner Krimi. Glaube ich, 25, 27 Stunden Vorlesezeit reicht also für einige Wanderungen aus. Ja gut, 16 Kilometer bin ich jetzt hier heute schon unterwegs. Knapp 4 Stunden zu Fuß, 2 kleine Päuschen gemacht. Und ich achte natürlich sehr darauf, was meine Füße dazu sagen. Ich habe wenig Probleme mit Blasen, toi toi toi. Nach dem Little Mammut Ruhr hatte ich eine an der Ferse, was wohl eher daran lag, dass ich neue Schuheinlagen habe, orthopädische Einlagen. Soll man ja alle halbe Jahr erneuern. Ich habe sie jetzt fast ein Jahr getragen gehabt. Und wenn man so viel läufig ist, das nicht vernünftig. Ich werde wohl da noch einen engeren Rhythmus wahrscheinlich vornehmen. Dann muss ich halt bezahlen, ist dann so. Aber das Mammutmarschwandern ist ja eh nicht ganz billig. Ne? Kostet ja auch Startgeld und Ausrüstung. Vielleicht zum Fahrradfahren natürlich ist das natürlich ein Witz. Ne? Ein paar Schuhe kaufen, wo wir schon beim Thema sind. Schuhe, bei diesen Schuhen habe ich das Problem in Anführungsstrichen, das sind super Wanderschuhe von Meindl. Zum Wandern, Waldboden oder und eben sind die wirklich super. Was ich doch merke in den Fußgelenken, wenn ich lange Strecken auf Asphalt laufe, und das ist nun mal bei diesen geführten Wanderungen, bei diesen Märschen so, da kann ich mir die Strecke ja nicht genau aussuchen. Das geht es auch halt über befestigte Wege, ist ja auch klar, wenn wir da mit mehreren hundert Leuten immer durch den Wald marschieren, wie sieht es nachher da aus? Jedenfalls habe ich mir jetzt Trailrunning-Schuhe bestellt. Also so ein Zwischending halt zwischen Wanderschuh und zwischen Laufschuh, Sportschuh sind auch deutlich leichter als Wanderschuhe. Das macht ja auch schon was aus. Wenn man überlegt, ein Schritt sind 70 cm, glaube ich, sagt man so, genormt bei 42 Kilometern. Das müsste man jetzt mal ausrechnen. Das sind ja dann doch so, denk mal so um die 60.000, 70.000 Schritte, keine Ahnung. Das habe ich mal schnell im Kopf überschlagen jetzt. Das ist ja schon so einiges, was die Fußgelenke da abfangen müssen, gerade wenn man so ein bisschen pummeliger ist. Das ist nun mal so. Und darum habe ich mir jetzt Trailrunning-Schuhe bestellt. Fast schon so eine kleine Kurzschlusshandlung, eine Woche vor dem Laufen neue Schuhe zu bestellen. Wenn die nicht früh genug kommen, kann ich die auch wahrscheinlich gar nicht mehr einlaufen. Aber dann halt für die übernächste Marschwanderveranstaltung. Das ist dann heute gesehen in 3 Wochen in Dortmund, der Little Mammut Dortmund. Und da habe ich mich für die 55 Kilometer Strecke angemeldet. Ja, ich steigere das langsam. Mein Ziel ist ja definitiv 100 Kilometer zu wandern. Und ich weiß halt jetzt schon, ich kenne mich ja. Und ihr kennt mich ja vielleicht auch schon ein bisschen. Die Leute, die gerne mich hier verfolgen sozusagen, meine Aktivitäten, meinen Kanal, die Videos gerne angucken. Ihr wisst ja auch schon so ein bisschen, wie ich ticke, dass ich damit dann auch nicht auf Dauer zufrieden sein werde. Das einmal gemacht zu haben, werde ich dann wahrscheinlich regelmäßig wollen. Es gibt wahrscheinlich so ein gewisses Suchtverhalten, habe ich mir schon ein paar YouTuber angeguckt, die das regelmäßig machen. Auch schon mal ein bisschen hin und her geschrieben mit dem, wenn ihr zugucken solltet, seid damit gegrüßt. Also ihr habt jetzt einen, der auch unterwegs sein wird auf diesen Strecken und ich freue mich jedenfalls wie ein kleines Kind auf nächstes Jahr. Da habe ich wirklich mal vor, dann die 100 Kilometer zu wandern, also
mit Nachtwanderanteil. Ja, und das ist das, was mich momentan beschäftigt. Jetzt sehe ich mal zu, dass ich hier wegkomme. Sonntagmittag sind auch einige Mountainbiker hier unterwegs, dass ich gleich noch von hinten hier überrollt werde, weil ich so konzentriert mich mit der Kamera mit euch hier beschäftige. So. Ja, sieh mal einer an. Mein Lieblingsbahnübergang hier mal in Aktion. Schranken runter, Ampel rot. Ich wäre sonst ja auch Gefahr gelaufen. Was ist das Wort gelaufen? Einfach so über die Gleise zu laufen, ohne zu gucken. Da bin ich doch echt dankbar, dass man hier auf mich aufpasst. Ich glaube, dieser Bahnübergang hat neulich schon mal, das heißt neulich, ich habe meine Tour hier gemacht, vor einigen Monaten, jemand kommentiert, war ja auch schon im Fernsehen. Ich glaube, bei so einer Steuersündenverschwendungssendung. Ja, jedenfalls, das ist der gefährliche Zug hier. So, kann nichts mehr passieren. Ja, liebe Leute, das war's schon für heute. Mal ein ganz anderes Video, auch für mich jetzt. Mal so ein reines, jetzt was gesagt, erzählt Video. Mal Sachen zu erzählen, die ich hier sonst nicht so erzähle. Aber ich weiß, dass es viele von euch da interessiert, vor allem die, die jetzt noch eingeschaltet haben und noch nicht abgeschaltet haben, noch nicht ihren Daumen nach unten da gelassen haben. Freut mich, dass ihr den Film bis zu Ende gesehen habt. Und würde mich auch besonders freuen, wenn ihr mich weiter auf meinem Weg hier bei YouTube begleitet. Auch wenn es nicht immer Radfahrvideos sind, auch Wandervideos, vielleicht auch demnächst, wie gesagt, aus dem Garten. Schauen wir mal. Aber also ganz, ganz umschwenken habe ich jetzt nicht vor. Radfahren und Wandern ist jetzt das, was mir Spaß macht eigentlich in der Natur momentan. Und eventuell noch Tretbootfahren habe ich unterwegs ja schon erwähnt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen jedenfalls. Ich gehe jetzt mal flott nach Hause. Lade das Video in mein Schneideprogramm. Aktuell ist das Premiere Pro. Da habe ich super gute Erfahrungen mitgemacht. Kann man sehr schnell mitarbeiten. Kann man den Film recht schnell fertig. Darum aktuell nicht mehr mit Magix Video Deluxe, sondern mit Premiere Pro. Macht den Film schnell fertig, dass er gleich direkt heute Nachmittag gegen Abend online gehen kann. So der Plan. Also euch noch einen schönen Restsonntag, eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Bis demnächst. Euer Swobo. Tschüss.